Guck mal hier. Proteine. Kannst du essen? Servus, grüßen und hallo! Du sollst nicht so nah rangehen. Gute Laune, so. Du Scheiße. Du sollst nicht so nah rangehen. Das ist unsere Sponsorenwand. Wir haben ja keine Sponsoren, wir haben Unterstützer. Wir machen heute Folgendes, also Baumscheiben. Ja? Früher haben wir die mit der Kettensäge aufgetrennt. Bei größeren Sachen über 85 geht das auch nur mit der Motorsäge. Aber wir haben heute was vor mit euch. Wir zeigen euch, wie man das heute mit der Mut mit der Hälfte. Mit der Woodmeiser machen, genau. Wir nehmen eine Palette. Ich hol mal den Stamm rein, dann wuchten wir den auf die Palette. Ich habe da schon gesehen, da ist auch was eingewachsen drin. Das müssen wir irgendwie mittig stehen lassen. Das ist auch ein großer Bolz. So, das ist das Corpus Delicti. Eiche, fast so alt wie deine Schwester, ja? Ich hab keine Schwester. Ach nee. Obwohl, doch, hab ich. So. Na, hab ich der. Scheiße stehen, oder? Wenn die Knüppel hier? Ja, kann einfach nach dem Teil geworden ist. Na, servus. Okay. Du musst einen Kalk runterschieben. Hast du Keile? Das geht. Gib mir deine Arbeitsschuhe her. Würde auch gehen. Die passen hier drunter. Dann probier's mal. Ein Dicker, ey, kannst du keinen anderen nachweisen? Ich hab Arbeitsschuhe. Ich denke, der hat es erlebt. Ich fahr schon mal ganz hoch den Akku da. Der coolere von beiden, wa? Was? Nicht? Kein Kommentar. Ich weiß, der alte steht daneben. Was denn? Warum machen wir das? Wir können den natürlich jetzt schlecht festmachen. Gegen Sonne hin und her rücken. Und irgendwie müssen wir den ja sichern. Deswegen wird der angeschraubt, damit er diese Fliehkraft. Naja, da bin ich mal gespannt, ob der das hält. Ich bin auch gespannt. Na komm, schieb mal richtig rein. Vorne muss der Stecker rein. Komm weiter, weiter, gut. Passt nicht durch. Jawohl. Achso. Auch der passt durch. Von der Höhe auch nicht. Nö. Wieso? Wir müssen noch bloß. Halten wir euch schnell. Wisst ihr, was wir machen, Digga? Was? Wir legen den zweimal drauf. Wie zweimal drauf? Na, guck mal. Das wäre doch schade, wenn wir das wegschmeißen, oder? Ja. Wir sind jetzt hier durch. Mit dem Fortner. Dann haben wir das obere Stück noch, was wir durchsägen können.
Lapsen ja wegschmeißen, finde ich kacke. Wir schneiden jetzt hier durch. Der hier Winter unten. Kommt. Hä? Der Winter kommt. Hast du mal gesehen, was da drüben liegt? Halbes Jahr. Pure Kraft, was die rausschreit. Nicht so wie du. Mit oh. So, und du? Nach vorne. Mit dem Stapler runter, oder was? So. Ist das denn hier runterschmeißen? Nee, dann nimm mal deine kraftvolle Sicht. Das beste Pferd im Stall. Digga, das beste Pferd im Stall ist doch du. Ich guck gleich nach mir. Und dann kommt auch mal eine Weile nicht. Ja! Die Plackerei oder und der Alte sitzt. Oh, könnt du gerne tauschen, ne? Oh. Hast du doch verwärmt? Junge, ich als sowas nie. Guck mal hier, was hier eingewachsen ist. Da ist die Freude ganz, ganz doll groß. Das ist eine Spannzange. Spannzange. Warte mal, ich fahr das Ding gleich mal weg. Ja. Dann fahr ich den weg, da hol ich die neue Palette. Oh, nee. So ein Asozialer. So ein Asozialer. Jetzt hat er das Geld umgeschmissen. Du, rechts ist. Hey, oben soll dir auslaufen. Hast du das jetzt drauf, ja? Nein, leider nicht. Ich habe deine Fahrt nicht gefilmt, weil ich bei dir von absoluter Perfektion ausgehe. Ah! Draußen der Schleim. Das ist jetzt das Beschissene und das ist das Letzte, was übrig bleibt. Ja, jetzt nehmen wir uns das Ding, heben das nochmal runter, drehen das. Und dann haben wir doch gewollt, oder nicht? Wo willst du damit hin? Na, Müll. Müll. Wenn es mal fällen lässt, wird es halt nicht leicht. Ja. Siehste. Guck mal hier. Proteine. Kannst du essen? Will ich aber nicht essen. Warum nicht? Du hast heute Hundi gegessen. Bah! Tiermörder, bam, bam, bam. Tiermörder? Naja, das ist dann im nächsten Post. Locke erschlägt Holz um. Und war noch feste? Nee. War da noch eine Schraube drin? Nee. Aus, ja. Du tust jedes Mal die Geschwindigkeit umschütteln. Ich mach das schneller, weil ich würde ganz langsam rein. So, warte mal. Eins, zwei, dahinter. Wo? Hier klar, eins, zwei, am Ende schmeißen lassen. Ach so. Eins, zwei, und. So. Jetzt haben wir gesagt, wir machen 10 cm. Viele kommen zu uns und sagen, oh, wir wollen 4, 5 cm Stärke haben. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Das reißt in alle Himmelsrichtungen. Das kann man weglassen. Also wenn man ein paar Baumscheiben macht, Walkhorst, dann haben wir mal so mindestens 10 cm. Und dann schön kalt, schön kalt. Nicht in der direkten Sonne und Luft umspült lagern. Scheibe Nummer 1, Feuer.
schön macht. Es wird super sauber. Also. Oder? Thorsten, da kann man jetzt nichts sagen. Naja. Ey, Motorsäge ist es andere braucht. Warte, ich höre es damit an. Sicher? Ja. Pulmin! Zustände bald, leise! Habt ihr schon mal was getroffen? Oh? Klar. Steam! Noch nicht? Oh! Nur eine Traube. Aber wurde genau quer. Mann. Die Schraube ist in dem drin. In dem hoch. Echt? Ja, aber voll. Das ist natürlich ein Hauptgewinn. Habt ihr die einfach durchgeschnitten? Ja. Die Säge jetzt kaputt, oder? Die Säge nicht. Ja, die ist völlig im Arsch. Das Sägeblatt. Das Sägeblatt ist platt. Das ist manchmal spannend. Weißt du, wie man sowas zumacht? Das müssen wir jetzt zeigen. Verbiegen. Das tut mir mal, da tue ich mir mal jämmerlich die Finger. Tue ich mir mal jämmerlich die Finger weh. Deine Wampe stört. Meine Wampe stört. Du kriegst gleich meine Wampe stört. Ist das das letzte Blatt, was ihr habt? Ja, das ist das letzte. Mehr haben wir nicht mehr voll. Wichtig ist, wenn man ein neues Band drauf macht, dass man das rollt. Ja, damit das ein bisschen seinen Weg findet, seinen Platz findet. Angerufen haben, das Ding geht nicht mehr an. Haben Sie das nie gesagt, warum? Hat sich bewährt, ne? Es sind schöne Sachen dabei. Das muss ich mal leider sagen. Ne? Also wir haben jetzt 3 Scheiben, 5er abgesägt mit der. Ich traue mich gar nicht hochzuheben, wie das drunter aussieht. Wollen wir es trotzdem mal machen? Ich habe schon geguckt, geht gut aus. Echt? Mhm. Doch, geht. Aber da ist schon ein bisschen nicht. Machen wir die Seite ganz, die Seite schlimm. Ach hey. Aber ich habe aber nicht gefunden, was es ist. Keine Ahnung. Na hier, was ist das? Hier? Pass auf, dann nehmen wir die Rückseite und die andere Seite. Prinzipiell ist das ja relativ cool, solche Baumscheiben zu schneiden. Aber seid euch bewusst, wenn ihr das zu Hause macht, wenn ihr halt solche Sachen trefft, ist nicht so lustig. Nee, ne? Ja. Warte, soll ich mal ein kleines Stück Holz überlegen, damit wir am besten nicht machen. So. Ich würde sagen, du bist und bleibst. Machst du genauso mit mir, wenn ich an der Säge stehe? Also, geht prinzipiell, wenn ihr sowas habt und das zu uns bringen wollt, könnt ihr das gerne machen. Nein, aber ohne Nägel. Aber ohne Nägel. Und also, man kann Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Wir haben jetzt hier mächtig Pech gehabt. Wow. Viermal haben wir richtig Pech. Da war viel Pech dabei. Aber wir haben Mostrich. Holzner. So, also jetzt habt ihr mal gesehen, wie man damit Baumscheiben sägt mit der Rundmeißel. Aber umso höher der Schwerpunkt ist, umso mehr muss ich den nach unten fixieren. Wahrscheinlich lassen wir mit einer Platte von unten her einfacher. Aber eine Palette hebt sich halt super entspannt drauf. Ja, klar. So, wir machen jetzt Feierabend und hauen in den Sack. Ja. Scheiß nicht ins Nest, bis später.